Der Sparefroh von Erste Bank und Sparkasse präsentiert dir Radinos bare Münze. Radinos bare Münze. Alles, was du rund um Geld und Sparen wissen solltest. Jetzt auf mein Kinderradio. Wir haben wieder eine E-Mail an sparefroh@meinkinderradio.at bekommen. Florentina, 8 Jahre aus Graz, hat beobachtet, dass jemand im Supermarkt mit einer Bankomatkarte bezahlt hat und sie einfach nur zum Kassal hingehalten hat, ohne sie hineinzustecken. Das klappt wirklich und ganz ohne Zauberei. Die NFC-Bankomatkarten können das. Und was heißt NFC? NFC steht für Nahfeldkommunikation. Also in einem kleinen Feld von wenigen Zentimetern, da können die Bankomatkarte und das Kasterl miteinander kommunizieren, das heißt Daten übertragen und austauschen. Das Kasterl sagt also der Karte, wie viel zu bezahlen ist? Ja, und die Karte schickt dem Kasterl zurück, von welchem Konto auf der Bank das Geld geschickt wird. Das geht übrigens nicht nur mit der Bankomatkarte. Da gibt's schon eigene Sticker, die man sich aufs Handy oder den Schlüsselanhänger kleben kann und dann damit an der Bankomatkasse bezahlt. Oder ein Armband mit einer Mikrokarte drinnen. Das braucht man dann nur nahe zum Kasterl hinhalten. Cool, da brauchst du nicht mehr dauernd in der Handtasche kramen. Ja. Und damit kann man überall bezahlen? Überall funktioniert das noch nicht. Es muss schon eine NFC-taugliche Bankomatkasse sein. In Österreich ist das etwa jede dritte. Praktisch ist auch, dass man für kleinere Einkäufe, also unter 25 Euro, nicht einmal den Geheimcode eingeben muss. Also hinhalten, piep und fertig. Ich werde beim nächsten Mal einkaufen auf Beobachtungsposten gehen und schauen, ob jemand sein Armband, Handy oder den Schlüsselanhänger zur Bankomatkasse hält. Dann weiß ich, das ist kontaktloses Zahlen über NFC. Radinos bare Münze. Radinos bare Münze. Wird dir präsentiert von Erste Bank und Sparkasse. Und sparefroh. Mein Kinderradio.